Ja, grüß dich. Heute kommen wir zum Thema Wetter und Sicherheit. Man könnte auch sagen, Sicherheit und Wetter, das ist eigentlich egal. Beides hängt ganz eng miteinander zusammen, weil wir ja auf dem Wasser viel, viel stärker in den natürlichen Bedingungen ausgesetzt sind als an Land. Also man kann ja sagen, bei viel Wind oder Sturm oder was auch immer, macht man einfach zu Hause Tür zu oder kurbelt das Fenster im Auto und ist alles gut. Das geht auf dem Wasser so nicht. Also von daher ist das Wetter also sehr direkt spürbar und hat natürlich sehr viel mit Sicherheit zu tun. Ja, die ersten Fragen, die so immer gestellt werden in Prüfungen und grundsätzlich auch so gestellt werden, sind immer, welche Wetterinformationen bekommen wir eigentlich woher? Und na klar, Zeitung, was war früher, Radio, semi-gut, Internet ist natürlich heute erste Wahl. Und da möchte ich sozusagen drei Wetter-Apps empfehlen, die nicht nur sehr gut in der Darstellung sind, sondern auch alle relevanten Wetterdaten sehr exakt abbilden. Ich habe in einem Bereich Zubehör da schon mal kurz hingewiesen. Hier ist es aber nochmal sinnvoll, darauf hinzuweisen. Also ich arbeite grundsätzlich mit zwei Wetter-Apps. In Deutschland ist es mit der Warnwetter-App von DWD. Und Windy TV, das ist sozusagen weltweit, geht das gut. Beide funktionieren entsprechend auf Datensysteme, die nicht aus dem gleichen Hause kommen. Deshalb ist auch ein guter Vergleich zwischen denen möglich. Aber heute geht es auch darum, nicht nur sich auf Wetter-Apps zu verlassen, sondern einfach selbst einen Blick in die Natur zu werfen, auf den Himmel und was einen so umgibt. Und da kann man also alle relevanten Daten meistens schon ableiten, um für die nächsten Stunden sicher zu sein. Welche Informationen benötigen wir einfach? Zum Ersten benötigen wir das Thema Druck. Der Druck, also der Wetterdruck oder der Luftdruck, muss man sagen, ist deshalb relevant. Unsere Stratosphäre über der Erde ist so circa 12 Kilometer hoch, drückt also die Luft auf uns. Und das Gerät, mit dem wir das messen, ist das Barometer oder Barograph. Beide Geräte sollte man an Bord haben. Es gibt inzwischen sehr gute digitale Barographen, um den Druck, die Druckänderung, sagen wir mal, zu erkennen, weil an Druckänderung kann man auch das zukünftige Wetter ableiten. Abgemessen ist es mein Hektopascal, ist eine Einheit, die heute in der so Standard ist. Zweites Wert ist die Temperatur, deshalb auch wichtig, weil wir nicht nur mit viel Wind andere Wetterphänomene haben, sondern eben auch den Windchill-Effekt. Also 10 Grad sind nicht automatisch 10 Grad, sondern 10 Grad können sich auch als viel, viel kälter anfühlen, wenn nämlich entsprechend starke Winde wehen. Also von daher ist die Temperatur erstmal das erste Gradmessen sozusagen. Aber mit Kombination mit Wind sind wir nämlich schon bei der dritten Wetterinformation, dem Wind. Es gibt globale Winde und sehr lokale Winde. Bei dem Wind wissen wir nur, dass wir sie in unterschiedlichen Einheiten geliefert bekommen. Die Beaufort-Skala, die Knoten-Skala oder Meter pro Sekunde. In der Reihenfolge werden sie auch immer exakter. Also in der Wissenschaft misst man heute in der Regel mit Meter pro Sekunde, weil es die exaktesten Werte liefert. Seemännisch von der Beaufort-Skala bis zu 12 Beaufort, das ist einfach so traditionell noch. Und Knoten liegt so dazwischen, dass man weiß also, bei wie viel Windstärken wie viele Knoten ich sozusagen noch sicher bin mit meinem Boot, entsprechend Wellenhöhe, die sich da mitbildet, weil nicht jedes Boot für jeden Seegang unter Wellen zugelassen ist. Die nächste Wetterinformation, die wir benötigen, ist die Bewölkung. Bewölkung nicht nur, ob die Sonne scheint und damit Sonnenbrandgefahr ist, sondern auch, welche Wolke zeigt mir eigentlich was an. Die Wolkenbilder sind also ein guter Indikator dafür, welches Wetter wir in der Zukunft bekommen werden. In dem Sportbootführerschein muss man jetzt nicht die Wolkenarten alle drauf haben. Das kommt dann später im Sportküstenschifferschein. Aber es ist einfach interessant, so wenn man auf dem Wasser ist und den Horizont sehen kann, die Bewölkung mal zu beobachten, wie sie sich im Laufe des Tages verändert, was wir häufig an Land eben auch nicht mehr so haben, weil durch viele Sachen, die das so diese Perspektive verbauen. Also von der Cirrus hin bis zum Cumulus Nimbus Wolken ist ein großes Spektrum und kann ja auch so ein bisschen zum Träumen verleiten. Also die Wolkengebilde, die sich permanent verändern, ist häufig schon sehr beeindruckend. Die letzte Wetterinformation, die wir benötigen, ist der Niederschlag. Ist ja nicht nur Regen oder die Form des Regens, sondern es kann auch Nebel sein oder Schneefall.
Oder zum Beispiel, so wie wir es sozusagen einmal erlebt haben, auch der Kalima. Also Sandstürme können eben auch die Sicht einschränken. Es ist jetzt in dem Sinne nicht feucht, sondern eher trocken und hat aber dennoch starken Einfluss auf unsere, ich sag mal, Reiseplanung und auch für die Sicherheit auf See. Weil auch hier kann die Sicht stark eingeschränkt sein und sogar Schäden sozusagen an den Booten herbeiführen, weil dort ist eher so viel Sand in der Luft. Es ist also nicht nur sandig im Mund sozusagen, sondern der Sand setzt sich quasi in jede Pore des Bootes und kann langfristig eben doch zu Schäden führen. Aber natürlich bei Gewitter mit Blitzschlag und auch die Gefahr, dass elektronische Geräte sozusagen darunter leiden. Deshalb ist es auch immer wichtig, in welcher Form wir vielleicht mit Niederschlag rechnen müssen, gerade an Frontsystemen. Gerade an der Kaltfront ist es sozusagen dann besonders prekär, weil dort sozusagen besondere Winde auftreten und eben auch Niederschläge auftreten. Kommen wir zum nächsten Punkt, den Drucksystemen. Über die Drucksysteme können wir gut sozusagen erkennen, in welcher Form welches Wetter sozusagen in größerem Maßstabe für die nächsten Tage uns sozusagen das, welches wir haben werden. In der Darstellung sieht man jetzt also die Erde unten als Strich und darüber eine Wellenform. Das sind die Hochdruckgebiete und die Tiefdruckgebiete. Hochdruck heißt einfach nur hoher Druck oder tiefer Druck mit dem Barometer zu lesen. Und das ist, wie gesagt, ein Hektopascal. Und ein hoher Druck kann zum Beispiel 1020 Hektopascal sein und Tiefdruck zum Beispiel bei 960 Hektopascal. Also in dieser Größenordnung haben wir das. Und diese eingezeichnete Basislinie soll nur darstellen, dass das Hochdruckgebiet grundsätzlich das Bedürfnis hat, Luft abzugeben. Und zwar im Uhrzeigersinn strömt die Luft vom Luftberg sozusagen runter und in das Tiefdruckgebiet rein. Das Tiefdruckgebiet möchte sich also gerne auffüllen. Und da strömt die Luft entgegengesetzt im Uhrzeigersinn in das Tief hinein. Zumindest auf der Nordhalbkugel, auf der Südhalbkugel wäre es quasi genau umgedreht. Dort gibt es dann noch, sagen wir zu berücksichtigen, die Corioliskraft, spielt jetzt aber in dem Bereich jetzt keine große Rolle. Wir müssen nur wissen, wenn wir viel Wind haben, ist es ein Zeichen dafür, dass große Druckunterschiede sind, die sich versuchen auszugleichen und damit auch eine Wetterung eintritt. Wenig Wind heißt wenig Druckunterschied, wenig Druckausgleich und damit also eher ein konstantes Wettersystem. Dann haben wir Wetterkarten. Bei den Wetterkarten ist es so, dort müssen wir bestimmte Symbole ablesen können. Also nicht nur das Hochdruckgebiet und das Tiefdruckgebiet erkennen müssen können, sondern zum Beispiel auch die Fronten erkennen. Also da, wenn wir es in Farbe hätten, Kaltfront ist blau, Warmfront ist rot und die Warmfront hat halbrunde Kreise dran und der Kaltfront hat dreieckige Symbole an der Front. Und dann wissen wir also, die vorderste Front, zum Beispiel bei der Kaltfront, von kalter Luft, die auf warme Luft stößt. Da bilden sich andere Wolken als bei der Warmfront. Für uns also ist eher die Kaltfront das Problem, weil dort bei der Kaltfront, wie gesagt, die kalte Luft sich unter die warme Luft drängt, die warme Luft zum Aufsteigen zwingt und dann diese großen Cumulonimbuswolken entstehen, die dann meistens unten tief schwarz hängend mit viel Wind und Blitzschlag und Regen kommen. Also diese Gewitterfronten nenne ich es jetzt einfach mal. Und in dieser Wetterkarte kann man eben auch sehen, den Bewölkungszustand, Windrichtung und Windstärke. Also diese Symbole muss man erkennen können in Wetterkarten und interpretieren. Der letzte Punkt sind die Bewölkungsarten. Ich habe schon vorher kurz darauf hingewiesen, bei den Bewölkungsarten ist es so, dass es der Indikator für sozusagen das Drucksystem ist, beziehungsweise die Feuchtigkeit in Verbindung mit aufsteigenden und absteigenden Luftmassen. Und hier sollte man zumindest zwei, drei Wolkenarten vielleicht herleiten können, welche Bedeutung sie für uns haben, um dann zu wissen, wie muss ich mich verhalten. Über die Bewölkungsarten, das ist ja auch ein Teil der Meteorologie, es ist ja auch eine Wissenschaft, aber auch wir als Laien können sozusagen mit einer längerfristigen Beobachtung immer schon über den Wolken gut dann erkennen, unabhängig von Wetter-Apps und Internet, ob wir in der nächsten Zeit sozusagen mit einer stärkeren Wetteränderung rechnen müssen.
Also hier ist es sinnvoll, einfach mal sich 2-3 Working-Systeme einzuprägen, um zu sagen, okay, bei diesem Wettersystem bin ich die nächste Stunde auf jeden Fall sicher.